Jetzt bin ich Skelett geworden. Nee, Georg, was mache ich denn mit Georg? Ist ja wie im Urlaub, nur schwieriger. Hallo Leute, das letzte Video von Sims habt ihr 10.000 Mal geliked. Jetzt gibt es eine neue Folge. Wenn ihr die erste Folge verpasst habt, dann könnt ihr da oben reinklicken. Warst du schon mal im Dschungel? Im Dschungel? Nee, noch nicht. Dafür hat es nicht gereicht, aber das würde mich schon mal interessieren. Nein. In der Wüste, aber nicht im Dschungel. Nein, noch nie. Da sind so viele Käfer und Spinnen. Zieht mich nichts hin. Ich habe Träume, dass ich wieder reise. Ja. Bin ich da der Reiseführer oder bin ich dein Gast? Da bin ich ja nicht unter Aufsicht. Mit der grünen Fahne? Der Hipster. Uschi Senior, ja. Gut. Seniorengruppe, um Gottes Willen. Das ist eine gute Mischung. Ach, das ist ja nicht die Urlaubsvilla. Mit einem leeren Swimmingpool, das ist ja gemein. Ich will jetzt hier schwimmen und plaudern. Ein Kopfsprung und der ist kaputt. Oh, und rückwärts rein. Ach, die Melita schon wieder? Die Lockenwickler noch drin. Opa ist jetzt im Dschungel. Das ist der Eingang in den Dschungel. Na, dann machen wir das doch mal. Ey, der rennt. Ich hab ja nicht gewusst, wie schnell ich rennen kann. Lauf mal ein bisschen langsamer und guck dir mal die Natur an. Was ist denn hinter mir her? Das ist schneller als die Polizei erlaubt. Eine Vogelspinne hat die denn da gemacht? Oder ist das Melitas Haarnetz? Ach du Scheiße. Ja, wunderbar machst du das. Wir hatten gesagt mit der Machete. Das ist wohl besser, würde ich sagen. Wir wollen doch zu den Äffchen. Das ist aber eine Arbeit. So, was passiert jetzt? Uschi bahnt sich einen Weg durch den dichten Urwald. Als sie plötzlich auf ein abgelegenes Camp stößt, soll Uschi sich umsehen? Na, dann mal den Rucksack suchen gehen. Georg sieht sich den Rucksack kurz an und beschließt, dass er nichts zu befürchten hat. Uschi versucht, sich leise im Camp umzusehen. Ich war so oft in der Wüste, aber Treibsand haben wir nicht begegnet, Gott sei Dank. Ein Sim. Was ist denn das? Als er den Rucksack öffnet, kriegt eine giftige Skorpion heraus und sticht ihn in den Arm. Okay, dann verende ich ihn halt. Wie stehe ich da? Wie angewachsen? Was ist jetzt? Nee, Georg, was mache ich damit, Georg? Das hat man davon, wenn man in den Dschungel geht. Ach, guck mal, das ist eine Hängebrücke. Ach nee, nicht runterfallen. Schön in der Mitte gehen, wunderbar. Gucken, dass man überlebt hier im Dschungel. Und dann alles barfuß im Dschungel. Mücken und Fliegen, was ist ich, was da alles so rumstolpert. Oh, kann ich die wegklicken? Jawohl, und jetzt schön essen. Sind schon wieder aufgestanden. Jetzt kommt die Melita, der Teller ist leer. Kai Berinja gibt's jetzt hier. Och, der hat uns aber auf den Tisch geklatscht. Der wird jetzt ja ausgeschwappt. Nee, die quatschen mir zu viel. Ich will hier weg. Kann doch da durchklettern, die ist doch schlank. Aha. So, wo gehe ich denn jetzt weiter? Uschi stößt auf ein scheinbar verlassenes Camp und einen kaputten alten Rucksack. Also dann nehme ich die Machete. Ein giftiger Sister-Skorpion kriecht aus dem offenen Rucksack. Na Hilfe! Ich lass mich doch nicht beißen. Und jagt ihr euch tiefer in den Dschungel hinein. Das war doch die Entscheidung. Da geht's runter. Das ist gefährlich. Komm, wir nehmen den, ja. Weil wir haben hier eine Machete. Die haut dreimal rauf und fünfmal wechselt neu. Was schimpft die denn? Was regt die sich denn da auf? Und dann können wir hier durch das Tor gehen. Georg, komm sofort mit deiner Machete jetzt hierher. Sie hat sie ist drin. Inzwischen. Ein wüstes Durcheinander, da soll ich den Markt finden? Ist ja wie im Urlaub, nur schwieriger. Hier ist ja Haus der offenen Tür heute. Aber ich wollte ja eigentlich mal raus. Jetzt will ich mal eine Urlaubskarte schreiben. Kannst du gar nichts machen, das ist ja nicht mein Stuhl. Ich setze mich jetzt ein bisschen hierher und lesen. Kapibara Barbara Begegnung. Als Wissenschaftlerin bin ich neugierig. Als Uschi eine Lichtung mit einem Wasserloch betritt, kommt sie an einer kleinen Kapibara Familie vorbei, die gekommen ist, um ihren Durst zu stillen. Die Tierchen sind niedlich, aber das Kleinste sieht irgendwie angesenkt und traurig aus. Versuchen den Vogel zu verjagen. Oder soll sie die Familie in Ruhe lassen, nur ansehen und genießen. Er schläft ein. Als er aufwacht, findet er nur noch das leere Ei. Die Kreatur und Vogel sind verschwunden. Schade. Das Gesülze von euch kann ich nicht mehr hören. Ach, das ist ja ein Zombiebuch. Da war ja ein Gespenst. Nicht so laut vorlesen. Die wollen schlafen da unten schon. Jetzt wird die schlafen. Unter einem Bettblätterdach. Was ist da los? Da bin ich drin. Ach, ich schnarche, wa? Da ist ja schön in den Büsche. Das Licht muss nur ausgemacht werden. Zu den umlikaschenkanischen königlichen Bädern reisen. Jo. Und da ist nicht irgendwie Ungeziefer drin. Wenn da Krokodile drin sind und Schlangen, dann bin ich futsch. Oh, ich schwimme sogar. Sieht ja sehr kultiviert alles aus. Zack, geht's im Wasser saufen. Feuer müsste man mal machen, jawohl. Es ist ja hier so kalt in der Bude. Wir haben so viel Geld bezahlt für das Haus und der Hintern friert dann hier bald ab. Ah ja, gebraten werden möchte ich ja nur noch nicht. Die ganzen Faultiere hier, die verbrennen sich ihren Pelz. Ja, das ist schön. Och, ich brenne. Und nun? Selbst löschen. Mann, Mann, Mann.
Mann, oh, das tut doch weh. Ich hätte mir Dschungel nur ein bisschen anders vorgestellt, nicht, dass ich da brenne. Also das Spiel ist ja schon ein bisschen verrückt. Das ist ja wie bei mir zu Hause im Garten. Da bin ich immer mit der Gartenschere unterwegs. Jawohl, so mach mal kaputt. Aha, Schatzkiste suchen. Eine Schatzkiste? Ein Licht? Treffer. Was ist jetzt? Ach, Sensenmann. Na, da geh ich doch nicht ran. Der war in der Schatzkiste drin. Ja, man kann aber die Figur nicht führen und das finde ich nicht so gut. Ihr kommt einfach nicht weiter. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Ich muss aufgeben. Ein weiteres Tor gefunden. Uschi zum Tempel schicken. Okay, zum Tempel hin. Ja, wo ist denn der Eingang? Die Toten, die Katakomben. Da, die werden mich bestimmt attackieren. Eine Therme? Ich finde doch nie wieder zurück. Versuche hier durchzugehen. Das würde ich doch nie machen, so ein Quatsch. Aktivieren. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, dann werde ich gekillt. Ich fange mal hier an. Ach so, das ist was Gefährliches, oder? Oh, wo geht er jetzt hin? Oh, jetzt bin ich Skelett geworden. Wenn man freundlich ist, dann kann einem scheinbar nichts passieren. Blätter zusammenbauen. Das machen wir mal. Hoffentlich kommt die. Schnell essen, bevor die anderen kommen. Handeln. Jetzt wird das runtergerannt. Das Essen war ja nicht so gut. Das war ja überhaupt nicht gewürzt, das ganze Ding. Mal gucken, was da passiert, wenn ich da die Sonnendinger zusammenbaue. Aha, klasse. War richtig, Treffer. Für das Linken. Mal gucken, was dann passiert. Ey, jawoll. Dann gehen wir mal da durch. Der linke Kämpfer war das. Mal gucken, ob das hier auch klappt. Nee. Hat geklappt. Blättergabe aktivieren. Jawohl, siehst du, hat. Ey, toll. Was Treffer. Nicht schlechte Überlegung. Das ist der letzte Raum schon. Schatztruhe öffnen. Da ist sie. Ist hier ganz schön ramponiert aus. Noch eine Schatztruhe. Das sind hier lauter Schätze hier. Tempelforschung abgeschlossen. Hey! Bist als einziger durchgekommen. Darf nicht wahr sein. Ehrlich? Heute habe ich es nicht in den Dschungel geschafft, aber vielleicht das nächste Mal. Die Idee eines solchen Spiels ist nicht schlecht. Und es wäre für mich ein Spiel, was etwas länger dauert und was man immer wieder angehen muss. Ich habe gewonnen. Wenn ihr noch eine Runde Sims sehen wollt, Abo, Däumchen, Glocke und ihr seid eine coole Socke.